Joho, Kirby-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kirby Planet Robobot. Oh Mann, das letzte Level war, das EX-Level war dann doch, also das ist dann auch ein schweres Level, oder wie? Also das ist wirklich, also... Ich glaube, in Zukunft werden wir bei diesen EX-Leveln, den X-Leveln, ganz schön auf die Nase bekommen. Vor allem, wenn ich mich weiter so dämlich im Kämpfen anstelle. Ich muss ausweichen lernen. Das kann doch nicht so kompliziert sein. Dann sollte ja das hier total easy und einfach werden. Auf zum Boss. Sag Kirby und ich denke mir nur so, oh boy, oh boy, oh boy. Oh, was gibt's hier Schönes heute? Lecker Nom Nom. Richtig schön viel Energie. Na, das schaffe ich. Danke, danke, danke. Oh, wir hatten noch nicht die Pfeilkraft. Wir hatten noch nicht die Pfeilkraft. Damit haben wir noch nicht gespielt. Oh, das ist so stark. Bisschen üben gerade noch. Zack, 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 zack. Zack, zack. Es sollte gehen, sollte ich. Okay, das schaffe ich. I got this, I got this. Oh Gott, aufgeregter Kirby ist aufgeregt, aufgeregter Kirby ist aufgeregt. Die große Tür. Auf in den Kampf, Torero. La 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 la. Oh oh. Da kommt jetzt ein bestimmtes ganzes Schleimmonster raus. Ein chemischer Roboter oder. Oder. Was? Ich kämpfe gegen geometrische Formen. Wenn ich das treffen würde, wäre es besonders schön. Das holographische Holokrako. Alles klar, kein Problem. Dich krieg ich locker hin. Autsch, das war so klar. Komm schon. Du regnest mich nicht an. Also, da habe ich jetzt schon wieder das Gefühl, dass die Gegner zu leicht sind. Nächste Phase. Nächste Phase. Was kommt jetzt? Wow, 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 wow. Nicht cool, nicht cool, nicht cool. Meine Power, meine Power. Schieß gerade, schieß gerade, schieß gerade. Triff, 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 triff. Nein, nicht schon wieder. Okay, ich sag nie wieder, dass irgendwas zu leicht ist. Oh Gott, ich habe meine Power ver... Meine Power verloren. Wow. Okay, den habe ich damit erledigt. Hat gerade ein Geräusch gemacht wie so ein Pokémon. Okay, ich bin fast getroffen damit. Au. Was mache ich denn? Was mache ich denn nur? Konzentrier dich. Okay, jetzt kommt er hier. Oh, ich hab ihn getroffen damit. Abdreht, ey. Bams. Okay, gut, 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 gut. Ich habe zwar meine Power verloren, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Oh Gott. Ich sag nie wieder, dass irgendwas zu leicht... Oh, ich... Holo Ice Dragon. Oh, du bist ja süß. Oh, oh. Na? Ja? Oh, ich dachte, ich könnte ihn irgendwie... anschwabbeln. Na? Oh, oh. Kann ich Eis? Kann ich Eis aufsaugen? Nein, kann ich nicht. Ich brauche was, zum, um ihm Schaden zu machen. Gib mir irgendwas, womit ich dir Schaden machen kann. Gib mir irgendwas. Irgendwas. Na komm. Au. Ah. Bam. Na, das war schon mal ein bisschen was jetzt. Wow. Okay. Au. Das waren viele Spezialformen. Au! Vorsicht! Huh, einen, komm noch einen! Hol mir noch einen Eis. Hol mir noch einen Eiszapfen, mein Freund. Noch einen Eiszapfen, komm schon. Ja, ja, geschickt. Ich bin noch nicht geschickt ausgewichen. Aha, jetzt aber. Oh. Mhm. Na toll, daneben! Wie kann ich das daneben machen? Ich wünschte, ich könnte das Eis hier einsaugen, aber das klappt nicht. Okay,
Ich beschwere mich nicht über den Schwierigkeitsgrad. Lass das. Ja, komm. Komm her, gewirbelt. Komm her. Mach, wenn du glaubst, du kannst es. Komm schon. Tu was. Hä? Au. Jetzt wird's knapp. Wow. Ja, und jetzt. Ein Thema. Die Dinger von. Die zerbrechenden Teile machen mir sogar noch Schaden. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich glaube, dieser Bosskampf könnte für uns doch ein bisschen unangenehmer werden, als ich erwartet hatte. Oh, oh. Schaffen wir das noch? Ich könnte ein Amiibo benutzen. Alles klar. Ich könnte ein Amiibo benutzen. Ich könnte auch einfach verschwinden. Einfach ab. Aua. Aua. Ich kann nichts dagegen machen, ne? Alles klar. Ich kann mir nur Schaden. Ich muss warten, bis sie mir... Ja, da waren die Sterne, die ich nicht gekriegt habe. So schnell muss ich die kriegen. So schnell muss ich die Sterne kriegen. Okay. Ich muss versuchen, mehr Geschwindigkeit aufzubauen. Kommt sie jetzt? Was passiert? Was ist das denn? Au. Ich will so einen Stern haben. Oh, das macht ihr ja kaum Schaden. Jetzt dreht sie noch richtig durch. Shish. Uiuiuiui. Okay. Au. Das war's. Okay, Rip Kirby. Wow, das war... Aua. Ich darf auf gar keinen Fall meine Fähigkeiten verlieren. Und ich glaube, ich bin nicht zufrieden. Hallo, Waddle. Ich bin nicht zufrieden. Mit. Das könnte natürlich die Psychokinese. Ich glaube, ich nehme meinen Schirm. Mit dem Schirm habe ich in Kirby-Spielen die besten Erfahrungen gemacht bis jetzt. Auf geht's. Ich habe meinen Schirm. Nichts wird passieren. Notfalls kenne ich einen Amiibo. Da kenne ich ja gar nichts. Peinlich, Honey. Peinlich. Alles klar. Damtendo wäre das nicht passiert. Egal. Hier, friss das. Oh oh. Vorsicht. Na? Ich denke mal, jetzt geht er. Ah, es. Ja. Hm. Regen halt, ne? Ich trau mich gerade nicht so an den Rand jetzt. Okay, alles gut. Ja, das schon mal. Mit dem kann ich schon mal klar. Kann ich machen. Ist gut. Alles gut. Hau dich mit meinem Schirm! Zack. Schirm OP! Ey! Rum! Pass auf! Rum! Einen haben wir schon mal fast erledigt. Komm. Dich haben wir erledigt. Sehr gut. Dich haben wir auch erledigt. Okay. Das läuft mit dem Schirm viel besser. Haha, ich bin der Schirm. Wir sind die bestesten Freunde. Ich muss hier ein bisschen aufpassen mit dem Eisdrachen. Oder nimmt aber gut Schaden durch den Schirm. Ja, was willst du machen? Das ist mein Daywaddle, ne? Ich hab einen Schirm. Au, krieg ich jetzt nicht in dich rein. Also mit einer super Power sind die wesentlich einfacher zu besiegen. Ich glaube, Challenge Mode wäre für mich immer alles ohne Power-Ups zu machen. Auch wenn das natürlich schade ist in einem Kirby-Game. Aber das wäre richtig Challenge Mode. Das wäre richtig schwer. Das machen bestimmt viele, oder? Hey, wir haben ihm richtig Schaden gemacht. Der Schirm haut ja... Wow! Schirm OP! Na, komm her, du. Ich hab ihn mit dem
Stern beworfen. Ups. Oh, wie Kirby einfach zuguckt mit seinem Schirm, so romantisch. Ja. Gut, mit dem Schirm war das wesentlich einfacher als erwartet. Ich komme halt wahrscheinlich mit dem Bogen einfach nicht so. Wir sind nicht so die besten Buddies. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Der Schirm. Nächste Welt. Welt 3. Bildschöne Brandung. Das klingt vielversprechend. Ah, wir sind am Hafen gelandet. Ja. Dann gehen wir doch auch gleich einfach mal hier rein. Ein Hafenlevel. Lasst mich raten. Ein Hafenlevel bedeutet Wasser. Hä, wo ist mein Schirm? Ach so, wenn ich das Spiel neu starte. Ah, wenn ich das Spiel neu starte, dann habe ich das nicht. Oh, das kommt davon, nur weil man kurz wohin musste. Was bist du? Was bist du? Nein. Aua! Hey, hey, hey! Leg dich nicht mit mir an! Ja, ich habe hier die 10.000 Fäuste des irgendwas. Die sind sehr mächtig. Kann ich unter Wasser? Oh, unter Wasser kann ich nur Luftblasen machen. Ja, okay. Hey, da käme ich wieder an den Schirm. Den Schirm haben. Was bist du denn für ein komischer, dicker Mantax? Sehr moppeliger Mantax ist das. Ist irgendwas Spannendes? Irgendwas? Wieso, was macht ihr denn da drüben alle? Was macht ihr denn da alle? Ich glaube, ich nichts verpasst, oder? Ich glaube nicht. Gut. Ich bin paranoid. Und wenn ich immer das Gefühl habe, nein, Honey, du hast nichts verpasst. Da müsste ich irgendwie... Ach, es war ein Pfirsich. Hä? Nein, nicht meine Power. Meine schöne... Oh, Rettungsring, ist das niedlich, meine schöne Power. Ah, da ist ein Sticker. Kann ich deine Glitsche aufsammeln? Das wäre voll gut, wenn ich die einsaugen könnte oder sowas. Oh, Vorsicht, Vorsicht, wieder so ein Mantax. Alles hier will mir an den Kragen. Warum seid ihr denn alle so gemein zu mir? Ich bin nur noch Kirby. Ich bin klein und niedlich und wobbelig. Und waddelig. Was machst du da? Was soll das? Okay, er springt da einfach auf mich drauf oder so. Okay. Habe ich jetzt hier schon wieder irgendwie was super Wichtiges verpasst? Das kommt mir irgendwie so vor, weil hier ist wieder nichts passiert, ne? Aber das habe ich schon ganz oft gedacht. Das habe ich schon ganz oft gedacht. Alles gut. Hallo, was bist du? Springst du wieder so hoch oder sowas? Nee. Oh, habe ich eingesaugt. Okay. Dann waddel ich mal durchs Wasser. Hier ist wenigstens eine Banane. Wie ist wohl die Power unter Wasser? Oh, die ist ja super. Die ist super, die gefällt mir. Hi, guck mal, ich bekomme sogar wieder was. Also merken, das Spiel nicht neu starten, wenn man gerade ganz gute Items hatte. Das ist nicht so cool. Sind das Zahnbürstenpalmen? Ist das ein Blocky? Was machst du denn am Strand? Das ist aber... Das macht gar nicht so viel Sinn. Was machst du denn am Strand? Aua. Am Strand macht das wirklich kaum Sinn. Na komm. Ich hätte jetzt irgendwie so ein Strandmonster erwartet, aber das da ist mir neu. Na komm. Na, was willst du machen, ne? Aua! Mich mit Steinen bewerfen. Ich glaube, jetzt habe ich es erledigt. Alles klar. Moment, ich kann noch deine... Kann ich nicht deine Power... Ich wollte gerade sagen, ich könnte die eigentlich einsaugen, aber jetzt habe ich... Jetzt habe ich das nicht gemacht. Ist hier unter ihm irgendwas? Habe ich irgendwas Spannendes übersehen? Nein. Es ist so geheimnislos bis jetzt. Das gefällt mir nicht. Ups, ups, Entschuldigung, entschuldigen Sie. Wow! Oh. Oh, wäre es jetzt toll gewesen, wenn ich jetzt Rock gewesen wäre. Dann hätte ich mich nämlich einfach zum Stein machen können und wäre hier runtergelaufen. Hey, 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 die Gleichkraft habe ich auch, ja? Oh, da ist ja ein Stein. Ist hier oben irgendwas Spannendes? Ich kann ja ganz... Aha. Aha. Ich kann ja ganz... Oh, nee, doch nicht. Das ist nur Hintergrundgrafik. Alles klar. Wieso vermöbel ich jetzt den Stein? Egal. Ich mach das jetzt einfach. Ich könnte ihn benutzen, um hier runter zu rutschen. Aber irgendwie mag ich das hier lieber. Huch! Das ist ein Schleimi.
Nee, der lebt ja noch. Sonderlich stark ist das nicht. Guck mal, was komme ich immerhin hier? Hier sieht schon mal nach Geheimnis aus. Das ist gut. Aha, aha, aha. Ein Block. Bitte machst du es der Erste. Ja, es ist der Erste. Oh, ihr seht das ja immer gar nicht. Ich kann hier ganz deutlich sehen, was ich alles schon eingesammelt habe. Also hier so auf dem Screen. Ist euch eigentlich der Screen lieber oder ist das der hier? Ich finde das hier eigentlich ganz gut. Komme ich hier runter? Ja. Wow. Da bin ich aber gleich ganz runter. So war das nicht geplant. Vorsicht. Schwupp. Sehr gut. Jetzt habe ich bestimmt irgendwo den goldenen Sticker übersehen. Ich kenne mich doch. Nicht so schlimm. Hoffe ich. Ich möchte diese Fähigkeit gerne behalten. Die ist super. Sonderanzug. Na gut, dann geh ich da mal rein. Robo, Robo. Nein, jetzt habe ich die alles klar, kein Problem. Mich heben. Was ist das? Das sieht irgendwie so aus wie so ein... wie so eine Kanonenkugel oder so. Muss ich jetzt hier draufstellen oder was? Wie stelle ich die denn da drauf? Aha, Pock. Da ist jetzt eine Lunte. Das sehe ja sogar ich mal ausnahmsweise. Und was passiert jetzt? Was bist du eigentlich? Geh mal weg da. Das macht mir Angst, dass mir nicht das... Ne, das ist ja spannend! Ach, ach so. Oh, das muss mir doch jemand sagen. Oh Gott. Schwupp. Alles gut, ich sitze drin, ich sitze drin. Oh, Moment, nicht, dass jetzt da irgendwie... Okay, die Gegner werden alle erledigt. Ach so, war eh nur ein Level ab. Na, hier ein Leben ab. Dann ist das alles kein Problem. Da ist ein Würfel. Ich sehe einen Würfel. Kann ich da drüber? Ja. Das sieht aber irgendwie schon so aus, als wäre da Ende Gelände vom Level. Nee, ne? Ach, guck mal, da können wir wieder hier den... Au. Geht weg. Hier, da können wir wieder den hier machen. Und zack. Oh, das war so nicht geplant. Zack, so. Oh. Nein. Oh, schnell rein da. Oh Gott sei Dank, die Lunte kommt hinterher. Oh, ich dachte gerade so, nee, die Lunte kommt nicht mehr und dann schaffe ich das nicht. Zweiter Würfel? Es ist der zweite Würfel, Leute. Drei Stück müssen wir sammeln insgesamt. Gut, gut. Bin ich hier wirklich richtig, ja, ne? Bin wieder so Kleinkram. Rumsball, ich kann die Kraken platt machen. Das ist so eine Genugtuung. Damit fühlt man sich einfach gleich so viel wohler. Ich möchte immer die Kraken platt machen können, ey. Nerven. Oh, deine Fähigkeit wäre vielleicht gut gewesen. Kommt da gerade ein... Oh, ey. Hier, kommt da ein Waddle im... Ich will... Nein. Ich will den Schirm haben. Da war gerade der Schirm. Na gut. Oh, ich sehe da unten Würfel. Oh, ich hätte die Schirmfähigkeit... Oh, hab ich gerne gehabt. Was ist denn los heute mit mir? Erst gerade eben bei dem Boss-Level. Ich dachte, es liegt irgendwie daran, dass ich Durst habe. Und dann habe ich mir extra einen Tee gemacht und dann weitergespielt. Bin ich da oben? Ist da irgendwas? Nee. Aber anscheinend sind meine Skills... Das hat nichts mit meinem Durst zu tun. Rums. Oh, so komme ich da runter. Komme ich da jetzt runter? Ja, nice. Oh Gott, dann habe ich diese Fähigkeit hier. Muss ich da rein? Fupp. Hallo. Nein, du haust mich jetzt nicht. Tatsache. Wir haben alle Roboblox gefunden. Oh nein, jetzt ist der Wahlschwabbelfisch-Montax. Was auch immer das Ding ist, da gefangen. Na, das ist jetzt davon. Zu mir war der ja auch nicht sonderlich nett. Das hat er jetzt davon, wenn er da oben liegen bleibt. Wartet. Ich glaube, das kann man besser. Aua. Nicht meine... Nein. Dahinter ist ein Zauberer. Ich hätte viel mehr lieber die Fähigkeit von dem Zauberer. Machen wir hier mal bitte alle platt. Macht es mehr Spaß. Fisch da noch. Und den Oktopoden hier. Sich ausgeoktopodet. Wuhu. Oh, ich brauchte das auch. Ey. Okay. Ja, wir haben es dann. Nur den goldenen Sticker, den haben wir nicht. Nicht so schlimm. Okay, mal gucken, ob ich es hinkriege. Ha! Oh, yes! Wuhu! Endlich mal wieder schön. Pock!
Hi! Sehr schön. Extra Sticker. Also, einmal bekommen wir... Oh, Chuchu. Oh, die sieht ja süß aus. Und wir bekommen... Tack! Und wir bekommen... Orden Waddle Dee Assistent. Oh, ich bin ein Waddle Dee Assistent. Eigentlich ja nicht. Eigentlich erledigen wir die armen Waddle Dees ja immer, ne? Aber tun wir einfach so, als wäre das nie passiert. Hey, das erste Level hat das ganz schön in sich gehabt mit den ganzen Unterwasserkämpfen und so. Ich mag kein Unterwasserlevel. Ich mag kein Unterwasserlevel. Muss das sein? Gut, Statistik sagt, alles in Ordnung. Wir haben da schon mal 3 Roboblocks. Sticker haben wir auch jede Menge. Gut, ja, die Leben werden jetzt wieder weg sein, wenn ich das Spiel dann wieder neu lade, weil ich halt nicht am Stück aufnehme, sondern immer so zwischendrin. Jetzt erst essen, dann mal kurz einen Tee und dann mache ich auch mal zwischendrin eine Pause und so. Also, ich bin froh, dass wir immer mit 7 Leben starten, ganz ehrlich. Okay, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Kirby Planet Robobot. Genießen wir jetzt noch die wunderschöne Musik aus diesem Level. Danke fürs Zuschauen, Kommentieren und Bewerten. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Nee.